zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Patricia 4, Aufstieg einer Dynastie. Mein Vorhaben war jetzt, die Zeit etwas zu beschleunigen, dass wir dass das Schiff fertig wird, sodass wir dann im Rang aufsteigen. Und in der Zeit mache ich einfach mal nix. Ich hoffe mal, das geht auch relativ zügig. Da, neues Schiff in Lübeck. Das ist nämlich unseres. Oder? Jo, das ist unseres. Und da sind wir auch im Rang aufgestiegen. Neuer Rang, Großhändler. Sehr schön. Wie das mit den Konvois funktioniert, werde ich dann in der nächsten Folge mal schauen. Und jetzt gucken wir gerade mal bei der Gilde, was wir da jetzt für Privilegien haben. Jetzt müssen wir, ihr müsst ein Privileg erwerben. Okay, das haben wir. Also unser Ansehen ist bei 80, glaube ich. Wir können also das ohne mit der Wimper zu zucken erwerben. Und nun besitzen wir das Recht, in Lübeck Produktionsbetriebe zu errichten. So, Baumeister. Was haben wir denn hier? Wartet mal. Jetzt gucken wir erstmal, was denn Lübeck tatsächlich immer... Ach so, ein historisches Ereignis. Waren. Ach ne, das ist ja unser Kontor. Lager. Haben wir es denn? Gilde? Taverne? Ratshaus? Münster? Markthalle, da. Was wird denn hier noch nicht produziert? Also, produziert wird definitiv Getreide. Dann könnten wir doch eigentlich... Ne, Bier wird auch schon hergestellt. Schade. Gepökelten Fisch. Fleisch. Holz wird auch immer benötigt. Könnte man denn hier... Ach, da wollte ich doch ja nicht hin. Hier zum Baumeister wollte ich. Das ist ein Kontor. Wohnhäuser. Getreide. Ach so, wir können dann halt nur die Sachen. Ach, schade. Machen das einfach mal. Innerhalb der Stadtmauern kann man, glaube ich, nicht bauen. Wo haben wir denn ein schönes Fleckchen, wo man das hinbauen könnte? Ich weiß gar nicht, ob die... Ach komm, wir... Bemüht euch nicht weiter mit der Produktion von Waren. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Bauen wir mal. Bauen wir mal ein bisschen hier. So. Es werden natürlich Baustoffe benötigt. Und Holz. Das sollte wohl machbar sein. Und ein Wohnhaus. Wohnhäuser kann man doch bestimmt nur innerhalb der Stadtmauern bauen. Ich erwarte, dass ihr dieses Wohnhaus sofort wieder abreißt oder mich an den Gewinnen beteiligt. Ach, leck mich. Ich war zuerst hier, vergesst das bitte nicht. Das ist mir egal. Ich habe euch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ich eure Ausbreitung in meiner Stadt nicht schätze. Ihr stört meine Geschäfte. Das macht nichts. Du störst meine Anwesenheit mit deinem bestialischen Gestank. So, dann gucken wir mal. Also Baustoffe werden jetzt benötigt. Dann gehen wir mal zur Seekarte. Und ich glaube, in Malmö. In Malmö werden doch Bausch... Bin ich jetzt ganz... Achso, ich muss das Schiff hier erst auswählen. So, dann fahren wir mal darüber. Und dann kaufen wir da erstmal so viel Holz und Baustoffe wie geht. So. Dann verdienen wir auch noch ein bisschen daran, wenn wir unsere eigenen Häuser bauen. Oder muss ich die jetzt in meinem Konto haben? Ich weiß es gar nicht. In
in der Stadt verfügbar sind. Okay. Das heißt, ich muss es verkaufen. Nicht wahr? Würde ich jetzt mal so sehen. So kriegen wir das Geld doch relativ schnell wieder rein. Können hier auch mal ein bisschen Salz kaufen. Weil wir nämlich jetzt mal hier nach Alborsch fahren. Gut, jetzt wäre ich besser nach Malmö gefahren. Können hier aber mal das Salz verkaufen. Sonst noch was verkaufen. Nee, wir können Fleisch kaufen. Fleisch ist gut. Ich glaube in Bergen, da gab es auch noch relativ viel Holz. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Lübeck wird belagert. Ihr Schweine. Hoffentlich wird nicht, haben wir keine Hafenblockade oder so. Ach, komm, kaufen wir hier 10. Momentchen. Hanf kann ich verkaufen. Das Getreide kann ich verkaufen. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Fisch mit. Ein bisschen Kleidung. Ein bisschen Fleisch können wir schon mal verkaufen. So, und dann fahren wir mal nach Oslo. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Holz abstauben. So. Nicht ganz leer kaufen. Ganz leer kaufen ist doof. So, ein bisschen Eisenwaren können wir auch mitnehmen. Warum auch nicht? Ein bisschen Fisch noch. Kleidung verkaufen wir mal. Und das Fleisch verkaufen wir auch. Müssen ja jetzt wieder ein bisschen Geld reinholen. Haben wir jetzt ein bisschen Geld verprasst. Dann fahren wir nach Malmö. Können da vielleicht noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Und ein bisschen andere Baustoffe. Und können erstmal hier die Eisenwaren verticken, den Fisch. Und ein Teil vom Fleisch. Können hier wieder ein bisschen Malmö-Käse mitnehmen. Können wir noch mitnehmen. Stoppe. Ja. So, und dann fahren wir mal nach Lübeck rein. Gucken, ob wir da jetzt auch handeln können. Gut, also keine Hafenblockade. So. Haben wir da zumindest ein bisschen was gemacht. Die Stoffe. Den Käse. Da will ich aber auch einen guten Preis für haben. Fleisch. So. Jetzt ist das Angebot natürlich hier ein bisschen begrenzt durch die Belagerung. Gehe ich mal von aus, dass das so ist. Aber anscheinend doch nicht. Wir können hier doch noch ein bisschen was kaufen. Jupp. Fahren wir nach Rostock. Schauen wir mal da. Können wir Honig kaufen. Und ein bisschen Hanf. Werkzeug. Den restlichen Käse können wir da verkaufen. Teil vom Fleisch. Stettin braucht selber Holz. Brauchen mehr Holz. Oh hier, Wixby wird Fleisch benötigt. Hoffentlich kommen wir da pünktlich hin. Dass wir es noch gut verkaufen können. Fleisch. So, hier gibt es auch Käse.
Das Bier können wir verkaufen. Werkzeug können wir verkaufen. Salz. Halt. Zumindest Baustoffe. Wie sieht es mit Danzig aus? Kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen Holz zusammen? Kauft das jetzt einfach mal. Auch wenn das jetzt ein bisschen meine Ungeduld ist. Pech. Fleisch haben wir alles verkauft. Käse haben wir auch verkauft. Das können wir noch raus. Und das Salz auch. Bieten die noch an Kleidung? Nehmen wir mal mit. Pech hatte ich gerade gekauft. Okay, dann fahren wir mal nach Stettin. So. Bisschen Honig. Käse. Pech. Gut. Gucken wir mal nach Rostock. Dann nochmal nach Lübeck. Baustoffe. Honig. Es werden Eisenwaren benötigt. Kleidung. Pech. Braucht man für die Schiffsherstellung ja auch. Diese Stadt leidet derzeit unter einem besonderen Ereignis. Dies kann beispielsweise der Ausbruch einer Pest oder eine Rattenplage sein. Über dem Rathaus wird das Ereignis mittels eines Symbols angezeigt. Die Auswirkung des Ereignisses kannst du nachlesen, indem du die Maus über das Rathaus bewegst. Ja. Ja, Stadt wird belagert, aber ansonsten... Gold für Lübeck. Lübeck ist knapp bei Kasse, doch Straßen und Plätze müssen saniert werden und Herzog Heinrich zu Mecklenburg steht vor den Toren der Stadt und fordert seine Abgaben. Könnt ihr der Stadt für 60 Tage mit 100.000 Gold aushelfen? Ja, hätte ich eigentlich gemacht. Weil wir hätten es ja wiedergekriegt, oder? Nee, lassen wir mal. Ja, nee, möchte ich eigentlich weniger, ne? Sei denn, bis wann werden die denn fertig? Restliche Bauzeit 4 Tage. Dann passt auf, dann könnte man das Ganze doch annehmen, oder? Machen wir mal. Gut. So, Handelsrouten. Ihr habt bisher keine Handelsrouten. Also wir müssen erst, für Expedition zu machen, müssen wir das entsprechende Privileg haben. Handelsrouten. Hallo? Was geht denn hier? Wo kommt denn der? Ah, da.
Ist das laut? Lecko fun. Da gehe ich doch lieber auf die Weltkarte. Da ist er zumindest nicht so laut. Man muss dabei Gelegenheit die Soundeinstellungen doch nochmal nach unten regulieren. Sonst fliegen euch hier die Ohren weg. Dann würde ich vorschlagen, dass ich jetzt erstmal eine etwas längere Aufnahmepause mache, weil ich habe jetzt ein paar Folgen am Stück aufgenommen. Das sollte erstmal reichen. Und ich will Gnomoria noch ein bisschen aufnehmen. Und dann warte ich einfach mal ab, was ihr dazu sagt. Zu dem Projekt jetzt hier. Also ihr entscheidet maßgeblich mit, wie lange ich das mache. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange die Kampagne überhaupt geht. Und von daher, ja, lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich hoffe also, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.